Moin moin und willkommen zur Folge 43 von Heroes Charge. Starten wir gleich durch. Oh! Das habe ich ja völlig vergessen. Hier gibt's ja jetzt Kapitel Schwierigkeit 4 mit Level 70. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Auch Premiere für mich jetzt. Okay. Ich lasse einfach mal das Setup so, wie ich es immer hatte. Wahrscheinlich werde ich völlig verkacken. Ich sehe das schon kommen. Oder auch nicht. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, da mein Luna Guardian ja meine Mondwächterin 5 Sterne schon hat, arbeite ich sehr stark jetzt am Geheimpionier, am Arkan-Sepper. Denn der ist nachher einfach. Den braucht man einfach. Auch allein hier für Schwierigkeit 5. Ist er sehr, sehr effektiv. Ja, super. Leider gibt es bei dem anderen noch keine Schwierigkeitserhöhung. Bei den Testkämpfen. Das kommt, glaube ich, erst 2 oder 4 Level später. Boah, 2 Metal Element. Was ist denn los hier? Ich habe doch gerade. Mal auf, nicht alle zu hauen erst. Tja. Naja. Genau, Testkämpfe. Ja. Dann machen wir noch einen. Schnell mit. Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es so interessant für euch ist hier. Die Testkämpfe sind meistens ziemlich öd. Zack, zack, zack. Mal gucken, was noch so alles anliegt. Ich glaube, einmal kann ich das noch? Ja. Zack. So. Schattenboten. Auf jeden Fall. Eins. Zwei. Na, endlich habe ich es mal auf Band. Sonst glaubt mir das ja nie jemand. Das kriege ich ganz oft. Diese doppelten Seelensteine. Außer hier bei dieser Stage nicht. Da kriege ich manchmal gar keine. Dann bleibt es ja wieder bei plus minus null. Aber gut, jetzt habe ich einen. So, jetzt habe ich 3 Stück für 2 Stages. Das ist ja schon mal richtig, richtig gut. Auf dem besten Weg zur Hälfte. Passt schon. So, und dann kommt immer noch mal der Kriegshäuptling. Ach ja, ja, obwohl eigentlich brauche ich... Nee, ich bräuchte mehr die Bag of Holding, die Tasche ohne Boden. Da muss er jetzt mal ein bisschen warten. Genau, hier gibt's das im Kapitel 10 nachher und dann in dieser Stage. Und hier gibt es sie. Tasche ohne Boden. Scheiß Tasche. Mal gucken. 1, 2. Oh, 3. Cool. 4. Bei 12 Stück. 4 Stück. Ja, passt. Cool, cool. Gut, gut. Es braucht hier irgendwie jeder zweite bei mir. Das ist
Das dauert Jahre, bis das fertig ist. Wir sehen ja 12 von 50. Wie gesagt, die eine, die ich hatte, gerade so zusammengespart, die trägt mein Deathmatch schon. Muss ich auch noch verzaubern. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt höher stufen soll. Dann. Also ich hatte hier drei lila Items voll verzaubert und ich glaube, hier ist ja auch noch Leben drauf und alles. Das würde hier dann wegfallen, das extra Leben, was man enchanted hat, was eine ganze Menge ist, und deswegen will ich sie erstmal noch nicht bis Level 80 nicht enchanten, dann nachher gleich auf Purple 3 gehen, wenn ich die Items habe. Es ist sonst, verliert sie zu viel Damage und Leben und alles. Das ist nicht so gut. So, das haben wir, das haben wir. Zeitspalt-Testkämpfe, ja. Wie das? Arena können wir gleich auch noch machen. Machen wir einmal fix ein Plündern. Drei Potions und ein Diamant, mehr damit. Genau, das kann ich ja schon mal annehmen hier, so. Auch um zu Konstanz. Ja, machen wir erstmal einmal Arena, aber vorher hole ich mir fix die Söldner einmal raus. Oder? Ach. Ich lasse sie noch sammeln. Na ja, komm, ein Warchief raus, den braucht irgendwie eh keiner mehr. Auf einmal. Früher ging er noch ganz gut. Jetzt will ihn keiner mehr haben. Armer Warchief. Okay, was war Arena? Machen wir mal große Arena-Fight. Okay. Sie sind alle, auf dem Level sind die schon so hoch, das ist fast unmöglich zu gewinnen, aber hier, das wäre ein Level jetzt unter mir. Schied egal. Muss doch mal einen Fight machen. Müsste ich gewinnen. Das wahrscheinlich nicht, und da weiß ich nicht, was er hat. Das werden wir sehen. Ich bin immer zu faul, wie gesagt, die ganzen Teams anzupassen. Weil, wozu soll ich den ganzen Tag über in der Arena ganz, ganz weit oben stehen, wenn sich das eh nur für einmal am Tag lohnt, und zwar kurz vor 9, bevor man dann die Belohnung kriegt. Deshalb, weiß nicht, bin ich so. Lasse ich das immer irgendwo auf den hinteren Plätzen, bleibe ich, und dann, wenn es kurz vor 9 ist, dann spiele ich mich runter oder hoch, je nachdem, wie man sieht. Um dann die Belohnung abzukassieren. Okay, also hier hätte ich gedacht, das gewinnen wir, aber das gewinnen wir nicht. Das ging in die Hose, aber richtig. Naja, war erst der eine Kampf. Muss unbedingt andere Champions auch noch höher bringen, dass das hier in der Grand Arena einfach besser läuft. Das ist Krampf hier mit dem ganzen Gerümpel da. Hier der Phoenix ist 63. Oh oh. Puff. Okay. Das ist verloren. Scheiße. Ach komm. Wahnsinn.
Das sind alle so hoch im... Ja, genau. Das ist ja wohl... Wie soll man da gewinnen? Auch hier, der hat ihn schon noch Purple. Stormlord. Ah ja, schlechte Erinnerung mit dem Panda. Der hat letztes Mal meinen Warchief so geklatscht. Aber wir können ja mal gegen den Stormlord kämpfen. Der wird ihn ja wahrscheinlich alles gemaxt haben und so. Können ja mal reinschauen, egal. Und verlieren dann. Pech gehabt. Ich lasse das so. Ja, doch. Ich vermute, der Warchief steht nicht lang genug, weil das ist... Panda allein schlimm genug und jetzt noch mit dem Iron Hoof zusammen. Das ist... lächerlich. Okay. Also auf jeden Fall ganz nett, dass der Stormlord mit seinem Single... Wirbelsturm da, dass er die Tanks dann nach hinten wuppt und dass dann, ja, die eigenen Frontkämpfer dann direkt an der Mittellane hängen, an den Mittellane Heroes, finde ich cool. Das hat auch einen guten taktischen Vorteil, also ich denke, er lohnt sich auf jeden Fall. Sei es für Kreuzzug oder jetzt sogar Arena, scheint ja auch ganz gut zu gehen. Muss gucken. Ja, nee, nicht nochmal den Baum. Machen wir was anderes hier. Hier, Warchief mit... okay, Executioner. Ja, Maschinist, sobald der die Ulti ready hatte, fetzt wieder alles auseinander, ne? Warchief... Okay. Weil es wieder mehrere Gegner sind, gegen die ich kämpfe, nämlich den Luna. Anstatt den Shadow Leaf, die Schattenbote, nur den Damage zu pushen. Wenn man länger durchhalten will, wäre vielleicht die Schattenbote besser, weil sie eben silenced. Sehr, sehr effektiv ist. Ich habe letztens fast eine ganze Wave alleine gecleared. Immerhin. Schon mal. Das war nur Kapitel 7 oder 8 gewesen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe... die waren nur ganz leicht angeschlagen, wenn überhaupt. Und dann habe ich es bis zur nächsten Wave geschafft und dann lief der Timer ab. War doch gar nicht schlecht. Warchief. Also wenn... ich nochmal jetzt gegen die kämpfe, dann müsste ich den Warchief eigentlich down kriegen. Wenn er nicht wieder aufsteht, ich weiß ja nicht, wie das... Hab ich mir jetzt so nie gemerkt. Zack. Backstabber. 575.000, joa. Ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber es ist schon gut. Was haben wir denn hier? Ja, machen wir das. So. Was ist der denn hier? Raus. Schütze auf jeden Fall. Damage pushen, pushen, pushen. Ja, probieren wir es mal. Ich denke, das klappt. Am liebsten nehme ich immer noch den... eigentlich den Old Curse mit, weil der einfach auch treibt den Damage sehr gut in die Höhe. Ja, ist vielleicht sogar noch besser als der Schütze. Der Schütze ist doch eher nur für Single Target, dafür aber auch richtig. Das Äffchen will ich nicht rausnehmen. Dafür sind die Phantome, die halten einfach super die Abwehr aufrecht erstmal.
Meine, irgendwann geht es natürlich dann auch nicht mehr, aber schon sehr, sehr lange. Das finde ich richtig cool daran. Deswegen kann ich den auch jedem empfehlen, den Affen hier. Wukong. Ich glaube, Wukong heißt auch der von League of Legends, der Affe. Ganz schön am Clown. Zumindest was man so liest. Dota soll auch ganz viel, ja, kopiert worden sein. Ob stimmt, weiß ich nicht. Nie Dota gespielt. Aber League of Legends habe ich gespielt. Daher kenne ich diesen Wukong auch. Ja. Time's up. Badlands, time's up. 11% fast, 636. Passt. Super. Naja, Beute, hier bin ich. Stab von Rawless. Einmal brauche ich ihn noch nach Tuge, wenn ich ihn kriege. Und dann gehe ich auf andere. Was brauche ich noch? Die Dämonenschneide bräuchte ich noch. Und ich glaube, irgendwas war da noch. Ich glaube, hier, wenn dann. Hier, die Axt zum Beispiel. Guck, könnte ich mir jetzt alle drei hintereinander abholen, nach und nach. Aber dann hänge ich wieder ganz hinten an der Warteschlange und da habe ich nicht so Lust drauf. Deswegen warte ich einfach, bis ich das Item habe und dann schaue ich mal, dass ich nochmal die Axt ein paar Mal kriege. Und dann läuft das. Ja, das war's wieder. Leider schon am Ende der Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like, Subscribe, kommentiert und ich hoffe, dass bald der nächste Hero hier im Magic Stone Chest rauskommt. Dass wir den dann zusammen mal wieder angucken und ja, ich hoffentlich genug Diamanten habe. Nicht so viel Pech. Ja, das war's und bis zum nächsten Mal.